Derzeit toben heftige Unruhen in den Ballungszentren von Ägypten. Wie gefährlich ist es momentan, zum in Ägypten Urlaub machen? Also wenn man von dem Moment redet, dann muss man in Ägypten im Prinzip große Anhäufungen von Leuten natürlich vermeiden. Man sollte natürlich die Städte wie Kairo, Aswan, Suez und so weiter nicht unbedingt jetzt gerade im Moment besuchen, wenn man von der Sicherheit redet. Wurden seitens des Außenministeriums auch schon Reisewarnungen ausgesprochen für Ägypten? Ja, nach dem letzten Stand ist seit heute, 31.01., eine Reisewarnung des Bundesministeriums herausgegeben worden. Und es wird im Moment eine Reisewarnung ausgesprochen für Ägypten. Inwiefern betrifft das nun Ägyptenreisende? Ja, also im Moment, das heißt, bis die Reisewarnung wieder aufgehoben wird, sollte man ein bisschen abwarten, wie sich die ganze Situation ergibt. Es wird sicherlich eine Entspannung geben, sofern rasch eine neue Lösung, eine neue Regierung in Ägypten gefunden wird. Im Moment müssen wir ein bisschen abwarten. Und die Urlauber vor Ort, inwiefern sind Sie betroffen? Ja, wir haben noch keine Rückmeldungen bekommen. Ich denke, dass in den Urlaubsorten wie Hurghada und Sharm el-Sheikh die Lage ruhig ist, wobei wir gehört haben, dass das Militär in Sharm el-Sheikh bereits vor Ort ist, um die Touristen zu schützen.